dann traue ich mich jetzt mal wieder runter. Ich kleiner Angsthase. Nein, ich habe keine Angst vor den Eingeborenen, ich habe nur Respekt, ja? Das ist ein höllenweiter Unterschied. Und den hier, den hacken wir mal klein. Der ist schon gut durchgeröstet. Mit seinem Schmalzpopo hinten. Nein. So. Dann bloß aufpassen, dass keine neuen nach... Nein, du sollst nicht das Ding kaputt schlagen, du sollst den hier zerteilen. So, ein Beinchen noch. Und ein Ärmchen wäre dann da auch noch. Ah, und da kommen jetzt auch schon die Mücken. Mehr können wir aus dem, glaube ich, nicht rausholen. Das ist auch eine sehr interessante Pose hier. Entschuldigung. Sehr, oh, der ist auch schön. Aber der gefällt mir besonders gut. Der gefällt mir besonders gut. Das kann ich so nicht lassen. Komm, gib mir zumindest ein Köpfchen. Als Andenken hänge ich mir um den Hals. Schön. Okay, mal ganz kurz einen Fisch. Das war schön jetzt. Aber die Pose, die war herzallerliebst. So, jetzt gehen wir mit dem Ding hier. Und dann können wir vielleicht noch den ein oder anderen Vogel mitnehmen. Und wir müssen gucken, wo wir so Münzen herkriegen. Also Münzen wäre schon... Oh scheiße, da kommt schon wieder einer angerannt. Wo waren denn hier auch die Zelte, sag nochmal, hey. Dann könnte ich wenigstens mal eine kleine Runde speichern. Ach, da vorne erst, oder? Da war das Dorf. Und die Zelte waren kurz vorm Dorf, wenn ich mich da richtig entsinne. Aber ich weiß es nicht mehr. Und da ist das Fähnchen. Da vorne läuft einer. Da sind die Zelte. Genau, dann speichere ich hier mal. Wunderbar. Da haben wir das auch. Na, hier ist jetzt wieder dieser See. Und da geht's Richtung Heimat. Und da vorne müsste dann auch... Genau, hier ist der Höhleneingang. Hier ist das Dixi-Klo des Herres. Des Herrn. Und hier dieser schöne Stausee. Und Vögel. Wir brauchen Vögel. Wir brauchen mehr Federn. Unbedingt. Ich versuche jetzt jeden Vogel zu killen, der mir vor den Speer fliegt. Aber hier sind keine, ne? So, ein bisschen Bunny-Hobbing. Können wir hier trinken eigentlich? Nee. Aber hier gibt's auch keinerlei Fische in diesem Ding hier, ne? Blätter sind auch nie Schaden, wenn man welche mitnimmt. So, haben wir schon mal. Kommt der hergeflogen? Yo! In den Stein rein? Ich verstehe. Dann stechen wir halt auch in den Stein rein. Daran soll es nicht scheitern. Oh, wir haben hier schon einiges spoiled, oder? Spoiled Drop. Spoiled Drop. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Was macht denn unser Lurch? Der ist noch kochbar. Oh. Nee, das wollte ich nicht. Weg mit der Konsole.
So. Wir sind hier Gott sei Dank gar nicht mal so weit weg von zu Hause. Das ist sehr vorteilhaft. Ein Karnickel. Nicht erwischt. Und wir haben Durst. Aber es hat ja geregnet, vor kürzlich erst. Das heißt, die Schildkrötenpanzer sollten beide voll sein. Und wir haben ja auch noch einen auf Lager. Das heißt, den müssen wir auch noch dringend aufbauen. Da ist das Cockpit. Da ist ein Lurch. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht. Ich glaube, wir haben hier mit unserer Basis einen echt guten Spot. Das ist ziemlich nice. Da kommen wir relativ zügig überall hin. Müsste schön mittig auf der Karte sein. Genau weiß ich es nicht. Aber jetzt holen wir uns erstmal noch Le Lurch. Den Lizard. Und da unten, da ist ein Vogel gelandet. Den kriegen wir vielleicht auch noch. Lassen wir uns mal überraschen. Bevor er wieder wegfliegt. Jetzt ist der andere leider weggeflogen. Aber da kommt schon wieder einer. Ah, da kommen noch einige. Na, wir brauchen dringend mehr Federn. Also das mit dem Pfeil und Bogen, das gefällt mir sehr gut. Das ist eine sehr gute Verteidigung von oben herab. Können wir vielleicht auch bei uns an der Basis ansetzen. Wenn man das so ein... Muss ich mal gucken, ob man diese Aussichtsposten, ob man die selber bauen kann. Das wäre ziemlich nice. Lurch. Ausgelurcht. So. Lurch. Nein. Nein. Jetzt bin ich überfordert. Zwei Lurche überfordern mich. Hallo. Ah, sag mal. Hey. Sag mal. Triffst du jetzt mal? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Na also, Mann. Das war jetzt was hier. Ewiges im Kreisgerenne hier. So, der zweite ist jetzt natürlich weg. Macht aber nichts. Wir gehen jetzt mal nach Hause, hängen das Zeug zum Trocknen auf. Sonst spoilt uns noch das ganze Miet. Und dann... passt die Sache. Da ist noch ein Klopfer. Oh, und mit Pfeil und Bogen können wir jetzt endlich auf Rehjagd gehen. Das wäre ja auch geil. So, ich bin schon wieder mal außer Atem. Und wir müssen mal gucken, wo wir den Strand haben. Nochmal mit den Möwen. Weil ich glaube, so eine Möwe ist ein bisschen federergiebiger. Mal gucken. Aber jetzt erstmal nach Hause. Mal wieder eine Runde entspannen. Das war eine sehr nervenaufreibende Nacht. Oh, uns fehlen zwei. Ein Kopf fehlt uns. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Eins der Feuer muss repariert werden. Das ist das hier, nehme ich an. Was für, vier Stickies fehlen uns. Okay, ich mache jetzt aber erstmal Folgendes. Und zwar... Nee, nicht die Beine. Equip. Machen wir hier mal an. Hallo? Wo ist jetzt... Achso, ich habe es wieder eingesteckt wahrscheinlich. Ich möchte das hier drauf fallen lassen. Ich glaube, das wird so nix.
wäre es denn noch... Oh, Fresh Leg. Das wäre sogar noch genießbar. Okay, ich häng's mal mit ran. Komm. So, die Vögel können wir scheinbar nicht da drauf packen. Dann klatsche ich das mal hier rein. Wir haben zwar einen vollen Magen aktuell, aber mein Gott, was soll's. So, mal kurz was trinken. Schlürf. Sehr gut. Dann müssen wir die ganzen Felle noch aufhängen. Felle und Häute. So, machen wir wieder ein bisschen mit Sortierung. Das sollten wir vielleicht auch ein zweites Mal aufbauen. Achso, wir haben kein Hasenfell dabei. Okay. Gut. Was machen wir? Ja, ich gehe mich mal ganz kurz hier ransetzen. Oh, mit Speer sogar. Schau an. Wir brauchen noch einen Kopf da unten. Und ich glaube, da sitzt ein Lurch rechts daneben, oder? Also hier so. Jetzt mittig. Ist das einer? Gehen wir gucken. Komm. Ich glaube, das ist einer. Jawohl. Ich meine, wenn sich ein Lurch schon mal vor unsere Haustür setzt, ist klar, was wir damit machen müssen, ne? Wunderbar. Den können wir hier auch noch mit ranhängen. Dann können wir die Lurchhaut hier hinten mit ranhängen. Wo ist unser Essen hin? Hallo? Ist unser Essen jetzt weg? Das wäre ja unschön. Okay, dann ist unser Essen halt eben weg. Dann gehe ich mal ganz kurz die Stickies holen, die wir noch brauchen. Und natürlich auch gleich ein paar mehr, weil dann können wir mal die Pfeile... Produktion starten, dann machen wir am besten auch so einen Pfeilkorb. Dann können wir nämlich mehr machen. Und immer, wenn wir fortgehen, packen wir einfach einen Rucksack voll damit. Und Judas. Da brauchen wir jetzt aber ziemlich viele Sticks. So, ich glaube, wir haben schon 10. Warum brauchen wir jetzt plötzlich 8 Sticks? Gerade waren es noch 4. Für wo? Achso. Er hat mir nur angezeigt, was er für das eine Feuer gerade gebraucht hätte. Okay. Auf geht's. Sticky sammeln. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon voll, oder? 9, egal. Passt. Nein. Nicht ausrüsten. So. Nee, so erst. Dann so. 1, 2, 3, 4, 5. Können wir das eigentlich gleich so machen? Nee, leider nicht. Müssen wir einzeln machen. Okay, okay. Oh, wir haben fast keinen Alkohol mehr. Wir müssen auch unbedingt wieder Koffer klatschen dann. So, 3, 4, 5. Sehr gut.